Kaum Touristen, verlassene Straßen und leere Bierbänke. Normalerweise würden hier gerade über 200.000 Besucher 5 Tage lang auf der Bamberger Sandkerwa feiern. Nicht so dieses Jahr. Corona-bedingt musste das berühmte Volksfest abgesagt werden. Mehr noch, als Vorsichtsmaßnahme hat die Stadt das Stehbierverbot auf die gesamte Kirchweihzeit ausgedehnt. Eine gerechtfertigte Maßnahme, die größtenteils auf Zustimmung stößt. Aber dennoch ein Sommer in der historischen Altstadt Bambergs ohne die traditionelle Sandkerwa? Da fehlt etwas. Ich finde schlecht, dass die Sandkerwa ausfällt, weil das gute Bier, das fehlt einem einfach. Ich bin jemand, ich flüchte jedes Jahr, wenn Sandkerwa ist. Aber man vermisst es auf jeden Fall. Also einfach die Geselligkeit, die ganzen Leute. Und so einen Tag mitmachen ist immer Spaß. Und danach flüchten eigentlich viele Bamberger aus der Stadt und dann machen wir Platz für die Touristen. Ja, ich finde es schade, dass die Sandkerwa ausfällt, weil es einfach fehlt, mit seinen Leuten sich zu treffen und ein paar Bier zu trinken und die coole Stimmung immer zu genießen. Da bleibt nur auf nächstes Jahr zu warten. Vom 19. bis 23. August 2021 soll auf der 71. Sandkerwa wieder ganz groß gefeiert werden.